Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Evil Within. So, wir hauen wieder ab. Puh. Unfassbar. Wir hauen wieder ab, wir quälen uns hier wieder durch. Oh. Haben gespeichert, haben zwei Bosse besiegt. Nein, ich mache noch nicht Pause. Ich will noch ein, zwei Parts machen. Also den und noch einen. Dann mache ich Pause. Jo. Und dann haben wir ein bisschen wieder vorproduziert. Ist doch deppert. Nein, ich bin ganz weg. Bin ehrlich gesagt ganz, ganz weg. Puh. Das Spiel. So. Einmal, wir dürfen scheinbar wieder runter, aber wahrscheinlich, wenn wir hier durchgehen, ist dann vorbei mit runter. Wow, eine Spritze, die brauche ich eh. Die kann man immer brauchen. Okay. Na, was haben wir denn da? Ich glaube, das bricht zusammen. Denkst du, Kidman geht's gut? Mir gefällt nicht, dass sie sie als Köder benutzt haben. Als würde jemand mit uns spielen. Nanu? Oh nein. Halt geht schon weiter? Ist nicht mehr weit. Ich glaube, es geht schon weiter. Wir dürfen nicht laufen. Der hinter uns kriegt einen Anfall. Ich habe das Gefühl, wir werden gleich vor ihm weglaufen müssen. Das sind nur zwei. Die schaffen wir. Nein, das ist keine... Falle. Du Pfosten. Oh Mann. Wie kann man nur so dämlich sein? Joseph. Wie kann man nur so deppert sein? Ich habe das Gefühl, ich brauche das Scharfschützengewehr. Wie kann ein Mensch nur so dumm sein? Wie soll ein Mensch das ertragen? Alles klar? Mir geht's gut, keine Sorge. Das sind nur zwei. Idiot. Ich bin auch gleich nur mehr zwei. Danke. Du hättest sie einfach lassen sollen. Hölle. Es ist nur eine Frage der Zeit. So, jetzt weiter durch. Was soll der Scheiß? Der Trottel will sterben, ne? Ja, wo kommt denn ihr jetzt her? Können wir nicht da hinten dieses Ding runterschubsen? Gib mir Deckung. Gehen wir. Ja, ich wollte zuerst mal schauen, ob es da oben noch was gibt. So. Ja, da. Der war gut. Ja. Ein Granatenschmeißer. Wie schön. Ein Trotti. Oh Mann.
Gib mir Deckung. Gehen ja, Sie. Ist schon gut. Wo ist denn das jetzt? Hallo? Habe ich das aufgehoben? Okay, ich hab's aufgehoben. Da ist nix, da haben wir was. Was ist das, der Blitzding geladen? Das wollte ich ja gar nicht. Okay, das wird nix. Das wird so nix. Wir haben auch keine Schrott mehr. Ja, ja, ist schon recht. Halt's nicht ab. Wieso heizt er denn jetzt nicht ab? Du bist zum Scheißen zu dämlich. Das kann man auch gar nicht mehr anders sagen. Zum Kacken zu blöde. Wirklich. Er heizt nicht ab, sodass ich ihn hätte können besiegen, ne? Ich habe mich verdrückt. Alter, ich bin gerade voll. Schnell, hier lang. Ja, nix hier weg. Unglaublich. Joseph, bist du in Ordnung? Ich... Ja. Was soll man noch dazu sagen? Ich lade mal nach. Was soll man dazu sagen? Ich lade einfach nach. Das ist unglaublich, was für eine Schmach. La 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 la. Meine Güte. So, wo sind wir denn hier? Das schaut aus wie ein Friedhof. Da kann ich mich gleich hinlegen. Ach Gottchen. Ich habe das Gefühl, ich sollte mir da vielleicht ein paar Sprengdingens bauen. Für die Waffe da. Drei Gänse noch aus. Opa, das habe ich jetzt gedrückt. Blödsinn. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Wenigstens zwei. Passt. Gut. Wenigstens zwei. Lass mal auch die Pistole vielleicht. Oh Gottchen. Oh Gottchen. Oh Gottchen. So, was haben wir hier Schönes? Was zum Basteln? Können wir die auch kaputt hauen? Ja, da ist aber nichts sonst drin. Wieso ist es hier so ruhig? Das Ganze ist mir zu ruhig. Man hört nicht schnaufen. Das ist immer schlecht. Oh, sieht nach einem Marktplatz aus. Sieht verlassen aus. So wie alles hier.
Wir sollten weitergehen. Ja, das wäre schön, wenn das alles verlassen ist. Ich habe aber das Gefühl, das ist nicht wirklich so. Ach, ja. Also zusammenschlagen. Alles mitnehmen, was man kriegen kann. Eine Truhe? Achso, nein, ist ein Fass, oder? Warum habe ich das Gefühl, dass die Truhe da noch irgendwas für uns beinhalten wird? So, und so. Und das hier. Warum gibt es so viele Sachen zum Bauen? Das ist kein gutes Zeichen, oder? Ich glaube nicht, dass das ein gutes Zeichen ist. Ey, ich will das Grüne haben. Das ist immer so die Ruhe vor dem Sturm, ne? Und dann kriegst du wieder, dann weißt du wieder, was du machen sollst, Flutter schnell und Flutter elend, ne, eigentlich. Vater war ein unnachgiebiger Mann, stolz und, wie ich dachte, intelligent. Aber er war auch fromm, ein Mann des Glaubens. Er hat die Kirche stets unterstützt, egal was in der Zeitung stand. Wird es irgendwie schwerer, sich zu bewegen? Er hat jegliche Anschuldigungen abgewiesen, als wären sie unfehlbar. Die Elenden, das Ungeziefer, die Unnachgiebigen. Diese Kirche hat sie alle aufgenommen. Ich glaube, ich rieche diese Dinger. Ihnen wurde Erlösung. Sie sind in der Nähe. Ewiges Leben versprochen. Doch sie kann ihnen nichts versprechen, was ich ihnen nicht nehmen könnte. Achso, das ist Trigger. Ah! Vater war ein nachgiebiger Mann. Stolz und wie ich dachte. Wie meint er das? Er kann die riechen. Aber er war auch fromm. Ich will nicht, dass die in der Nähe sind. Er hat die Kirche stets Ich will meine Ruhe haben. Egal, was in der Zeitung stand. Er hat jegliche Anschuldigungen abgewiesen, als wären sie unfehlbar. Die Elenden, das Ungeziefer, die Unnachgiebigen. Diese Kirche hat sie alle aufgenommen. Das hier ihnen wurde Erlösung und ewiges Leben versprochen. Ja, ja, und sie bla, können bla. Ihnen nichts versprechen, was ich ihnen nicht nehmen könnte. Da haben wir auch noch was. Ich hätte gern wieder ein Safe Room. Aha. Da geht's raus, glaube ich. Das sollte ich vielleicht noch nicht hin. Ich sollte vielleicht erstmal hier alles schön anschauen und herumlaufen. Oh je, da vorne ist auch ein Dürdel. Ja, jetzt ist die Frage, da hinten oder da durch, da vorne. Aha, da haben wir auch noch Fässer. So. Alles zu Brei schlagen, Gemma. Da können wir nichts aufmachen. Schade. Da haben wir noch was. 8 Dinger zum Bauen haben wir jetzt. Das ist immer also ein bisschen ungut, ne? Wenn man Sachen bauen müsste vielleicht. Ah, da haben wir auch noch was. Schau, schau. Sehr gut. Das war ein Tausender. Warum steigt jetzt da bei mir wieder die Anspannung? Hab das... Warte, kann man vielleicht die Truhe da vorne aufschießen? Die schaut halt schon halbwegs verdächtig aus. Ja, tatsächlich. Aha. Oh, Entschuldigung. So, halten. Na, mach. So, alles mitnehmen. Gut. Ja, die Truhe sieht sehr verdächtig aus. Die kann was. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich richtig war mit dem Anschießen, aber ja. Ja, egal. So. Dann gucken wir mal, ob wir hier nichts übersehen haben, vergessen haben.
Hier gibt es ja so viele Winkel. Ich habe sicher was vergessen. Mindestens ein Kartenfragment. Nein, nicht schon wieder. Was denkst du, wo wir sind? Du meinst wohl wann? Die Gebäude hier sehen aus wie im Mittelalter. Ja, aber es gibt Elektrizität. Aufzüge. Dieser Ort ist nicht real. Wie ein Wirrwarr aus Erinnerungen. Geht schon? Geht. Ach, Mann. Ein Friedhof. Was gibt's denn Schöneres? Oh Mann. Ich kann nicht laufen. Deshalb. Oh je. Oh Scheiße. Lass uns hier kurz verstecken. Sich so angefühlt, Sebastian? Nach dem Unfall? Ich habe mir nie eine Knarre an den Kopf gehalten. Nein, natürlich nicht. Hast deine Sorgen in Alkohol ertränkt. Wir können nicht alle perfekt sein. Meine Arbeit hat nie drunter gelitten. Aber hey, du hast den internen Bericht gelesen. Ich habe dich nicht gemeldet, weil ich mir Sorgen um deine Arbeit gemacht habe, Sebastian. Warum denn sonst? Wir haben keine Zeit für sowas. Ich brauche meinen Partner. Ich zähle auf dich. Ich höre einen Safe-Raum. Wie schön. Wie schön. Boah, ich bin geil. Ich bin gerade echt... Was gefunden? Vielleicht. Lauter Symbole. Irgendein Kult. Könnte hilfreich sein. Mir geht's gut. Wir sollten besser weiter. Ja. Das wäre wirklich besser. Nochmal eine Karte. Schau. Nicht schlecht. Da haben wir auch was. Nehmen wir gerne mit. So. Da vorne ist der Safe-Raum. Das ist schön. Aha, da geht's raus. Lauter Särge. Wie schön. Die kann man immer brauchen. So, lala. Da ist nix. Okay. Dann geht auf. Hallo. So, ja, ja. Der Spiegel scheppert. Da ist uns nix. Echt jetzt? Naja. Dann gehen wir speichern. Die Party ist eh schon fast zu Ende. Ich bin aber auch, ehrlich gesagt, am Überlegen. Aber ich hoffe, dass man hier immer zurückkehren kann. Ich wollte nur sagen, ich bin am Überlegen, ob wir hier schon dann Aufnahmeschluss machen. Weil ich Angst habe, dass wir dann nicht hierher kommen können, wann wir möchten. Hoppala. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja. Puh. Wie immer leicht angespannt. Alter Schwede. So. Wir haben 3600 Pünktchen. Was machen wir damit? Ist die Frage. Magazin maximal um 1 erhöhen. Das ist ja auch ein Blödsinn. Kostet aber nur ein Tausender. Den Crit... Ist es Not, bei der Waffe was zu machen? Feuerrate.
Ich meine, wir könnten da wirklich vielleicht, Sachen stufen, die nicht teuer sind. Reserve. Plus 5. Das kostet nicht viel. Können wir, glaube ich, machen, oder? Nehmen wir mal plus 5. Da geht's eh nicht. Plus 1. Plus 1. Eine Spritze mehr geht auch nicht. Streichhölzer plus 3. Könnte man sagen, ja, oder? Das kostet ja auch nicht viel. So, das geht. Dann würde ich noch sagen, was können wir hier noch? Geht was überhaupt? Das ist eigentlich ziemlich teuer, ne? Harpunenbolzen. Mehr Damage. Was wäre sonst noch günstig? Magazin plus 1, das ist nicht wirklich, oder? Ich glaube, da würde sich das mit der Harpune gar nicht so blöd anhören, oder? Aber den Harpunenbolzen habe ich noch nie benutzt, glaube ich, oder? Plus 10%. Wäre gar nicht so schlecht mit plus 30, oder? Ich bin jetzt echt hin und her gewesen. Soll man nicht. Warum aber eigentlich nicht? Warum nicht? Machen wir es einfach. Fertig. Ja. Ich muss halt ein bisschen schauen, dass ich mit dem ein bisschen mehr hantiere. Ja? Tja, passt. Dann würde ich sagen, wir speichern das Ganze und beenden den Part. So. Also, würde ich sagen, ja, nehmen wir 9. Oder? Da drüber? Ach, nehmen wir 9. Ha? Warte, ich will 9 haben eigentlich. Außer es geht nicht mehr. Das könnte auch sein. Sie wurscht, den speichern wir drüber. Fertig, aus. Gutes. So, Dankeschön. Und auf Wiedersehen. So. Ah ja, stimmt, ein Part wollte ich beenden. Bevor wir das, den Raum hier verlassen, beenden wir den Part ganz einfach. So, aus, Ende, fertig. Ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Gibt's eine Zeitung zum Lesen? Ach ja, tatsächlich. Die machen wir auch beim nächsten Mal. Also, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder für heute. Fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Jetzt habe ich einen Faden verloren, merkt man, ne? Wünsche euch einen schönen Tag. Ja, muss auch den Kopf schütteln, das ist normal bei mir. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.